So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt und das tolle Schreibkollektiv aus der ganzen Welt. Wir sehen hier Iris, Autorin, wir sehen hier Manuel aus Kapstadt, wir sehen hier Fritzi und wir sehen hier Tanja. Das sind die Autoren von einem. Das ist kein Webinar, das ist eine Autorenlesung und ich bin Nadia Blust. Ich bin in Frankreich, aber ich bin DAF-Lehrerin und unterrichte seit vielen Jahren Deutsch als Fremdsprache, auch Russisch als Fremdsprache. Und wir als Deutschlehrer in der ganzen Welt interessieren uns natürlich für Literatur. Und sowas Ungewöhnliches zu sehen, zu hören, natürlich haben wir zum ersten Mal. Also, meine erste Frage an Tanja, an Aures und an Manuel. Wie ist das gekommen, so ein Buch online schreiben? Vielleicht Aures? Ja, erstmal hallo, danke. Ja, und zwar Angelina ist eine unserer Mitautorinnen, hatte die Idee, die Corona-Krise als kreatives Projekt zu starten. Und zwar hat sie ein paar Autoren gesucht, die Lust daran haben, mit ihr gemeinsam ein Buch zu schreiben über die Corona-Krise, einfach auch um halt einen Beitrag zu leisten. Und wir wollten einfach ein paar schöne Lesestunden verschenken, ja, zu diesem Thema. Okay, danke. Tanja, vielleicht, Tanja, stellst du dich vor und erzählst du, wie du zu diesem Projekt gekommen bist. André, bitte Mikrofon ausschalten. Gut, danke. Ja, ich bin Eko und ich habe Angelina bei Instagram angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mit an einem Projekt teilzunehmen mit anderen Autoren, und habe dann einfach spontan Ja gesagt. Ich fand die Idee sehr toll, weil wir gesagt haben, wir möchten was auf die Beine stellen, was den Leser vielleicht auch interessiert und auch abholt. Und dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen das kostenlos anbieten, fand ich die Idee einfach toll und habe spontan gesagt, ich mache mit. Tanja, und schreibst du auch, hast du vorher die Bücher geschrieben, ja? Also ich habe ein Buch jetzt beendet, das ist jetzt in der Korrektur und soll wahrscheinlich im Sommer diesen Jahr veröffentlicht werden. Okay, interessant. Und die Geschichte, wahrscheinlich, ihr werdet natürlich für uns vorlesen, das ist auch sehr interessant, aber die Idee zu einer Geschichte gehörte Angelina oder dem Schreibkollektiv? Frage an Manuel. Ja, also die Idee zu schreiben gehört Angelina. Was wir geschrieben haben, das gehört uns allen. Es fing einfach so an, dass Angelina auf Instagram, und da haben wir uns auch alle kennengelernt, einen Aufruf gemacht hat: Hallo Leute, ich suche Autoren, die mit mir diese verrückte Idee durchführen wollen, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Und als wir dann 12 Leute waren, haben wir uns einfach zusammengesetzt und sagen, das Einzige, was Angelina vorgegeben hat, sollte eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund Coronavirus sein. Und dann haben wir eigentlich einfach zusammen angefangen, im Chat zu brainstormen, was das Thema sein könnte. Am Ende haben wir uns nur darauf geeinigt, dass es eine Liebesgeschichte ist, wer die zwei Hauptfiguren sind, Amy und Oliver, von denen ihr heute auch noch hören werdet, wie alt die sind und dass die zwei sich irgendwie online kennenlernen. Und das war eigentlich alles. Und dann wurde beschlossen, dass die 12 Autoren hintereinander 12 Kapitel schreiben. Das heißt, der erste legt los und der zweite oder die zweite baut darauf weiter auf, so bis man am Ende dann 12 Kapitel hat. Das war quasi die Vorgabe. Bedeutet das, dass Manuel sollte immer einverstanden sein, was vorher in dem Kapitel war, richtig? Genau. Man musste natürlich, ich hatte es ja leicht, ich war Nummer 2, Angelina hat als Initiatorin mit Kapitel 1 angefangen. Ich musste mich dann natürlich durch Angelinas Kapitel lesen und konnte dann aber recht schnell mit Kapitel 2 loslegen. Andere Leute wie Fritzi zum Beispiel oder Tanja, die unser letztes Kapitel geschrieben hatten, die mussten natürlich sehr darauf achten, dass sie da zum Beispiel, ganz kleines, banales Beispiel, die Augenfarbe. Die hat am Anfang, dann haben wir auch Fehler gefunden, immer mal wieder gewechselt. Also man musste, je länger das Buch schon war,
je mehr auf Details achten. Wir haben aber auch ganz umtriebige, fleißige Mitglieder in unserem Schreibkollektiv, die dann angefangen haben, Excel-Listen zu erstellen, was zum Beispiel es für Persönlichkeitsmerkmale gibt, auch so ein bisschen ein Zeitstrahl, was zu welchem Termin in der Geschichte passiert, so dass diejenigen, die weiterschreiben, daran anknüpfen konnten, möglichst ohne Fehler zu machen. Das ist interessant. Das heißt, bei jedem war ein bisschen eigene Geschichte, aber in den Faden integriert, in dem Buch genau. integriert. Und bei Tanja war die schwierigste Aufgabe. Ja, Tanja, wie hat es dir gelungen? War das Happy End, oder? Wir haben doch nicht das Buch gelesen. In eurem Buch Happy End, oder? Das verraten wir noch nicht. Das sollt ihr ja alleine lesen. Oh. Also ich hatte wirklich die Aufgabe, am Ende das 12. Kapitel zu schreiben. Habe natürlich das Buch komplett vorher nochmal gelesen, habe mir Notizen gemacht. Dank unseren lieben Schreibkollektivkollegen, die da fleißig mitgeschrieben haben und so einen Zeitstrahl gemacht haben, waren dann natürlich am Ende ganz viele offene Lücken, die ich schließen musste. Und von daher, ja, hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben da auch einen guten Schluss hinbekommen. Aber ob es ein Happy End ist, das verraten wir nicht, weil das soll ja jeder selber lesen. Aber es war sehr, also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, das letzte Kapitel zu schreiben, ja. Okay, die Frage an Iris. Wie lange hat das alles gedauert, Iris? Also jetzt von der ersten Idee bis zum fertigen Buch waren es jetzt knapp 2 Monate. Also echt schnell. 2 Monate. Genau wie Coronavirus. Aber Coronavirus ist weiter und, oh Gott, wir hoffen, dass alles vorbeigeht. Okay, ja. Gut. Fritze, und was war deine Aufgabe? Hast du auch einen Kapitel geschrieben, ja? Moment, jetzt muss ich erstmal nicht stumm. Hört man mich denn schon? Na ja, wir hören dich sehr gut. Ach, ja. Ich habe ganz normal von Anfang an mitgemacht. Wir haben uns ja die Kapitel eingeteilt. Ich bin das 7. Kapitel. Und das ist, wie Marmel beschrieben hat, fand ein literarischer Staffellauf statt, so nenne ich das. Weil wir ja immer nur das Päckchen geschenkt bekommen haben, sozusagen an Geschichte, was bereits geschrieben wurde. Und das musste übernommen werden. Und was Marmel bereits angedeutet hat, trat bei mir dann ein, ich mit Kapitel 7, das ist ja so relativ in der Mitte, und dann muss man sich überlegen, was macht man, da muss ein Höhepunkt stattfinden. Und dann habe ich halt Charakterkarten angelegt, um nicht durcheinander zu kommen, und überlegt, ob noch Figuren dazu müssen. Und dann ist das so weitergegeben, und dann haben wir alle diese Liste mit den Charakteren wachsen lassen, hat jeder aufgepasst und gesagt, da fällt mir noch was ein, pfleg das bitte ein, bevor du die Liste weitergibst. Und ja, wir haben versucht, das eigentlich immer Hand in Hand und sehr verzahnt zu arbeiten. Das ist interessant. Noch die Frage, mit welchem Tool? Das heißt, man kann natürlich in Word, in Google Doc Word schreiben, man kann Trello nehmen, wo man verteilt die Rollen. Wo habt ihr das gemacht? Ich meine, konnte man das lesen? Gab es ein gemeinsames Tool? Manuel? Also unser Tool war wirklich, dass wir das per Word geschrieben haben. Und dann halt, sobald das Kapitel fertig war, einer Autorin oder eines Autors, hat er oder sie das dann an alle anderen per E-Mail weitergeschickt. Ganz und einfach. Ja, okay. Ja, also nicht mit Google Docs, nichts online. Und so wurde dann, hat jeder drauf aufgebaut, bis am Ende 12 Kapitel beisammen waren. Okay, interessant. Jetzt haben wir 23 Personen bei uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, bitte die Fragen vorbereiten. Hallo Claudia, hallo Larissa und Olena. Bitte denkt nach und die Fragen dann später, weil diese tolle Autoren sagen uns, dass sie verraten uns nicht die Geschichte, obwohl sie für uns vorlesen werden. Und wie ich das mitbekommen habe, zuerst wird Tanja lesen, dann Manuel und dann Iris. Okay, gut. Das war so Talk, Smalltalk vor der Lesung und jetzt beginnen wir unsere Lesung. Wir sind gespannt und wir geben das Mikrofon an Tanja. So, hallo, ich bin Tanja. Ich beginne mit dem ersten Kapitel. Unser Buch heißt Wenn wir uns sehen könnten und ich fange dann jetzt mal an. Keuchend lasse ich mich gegen das kühle Treppengeländer fallen und versuche, meinen Atem unter Kontrolle zu bekommen. Verdammt, wie konnten wir nur in die 5. Etage ziehen? Komm schon, Amy, es sind die letzten Umzugskisten. Dann haben wir es geschafft. In diesem Moment bereue ich es, so unsportlich zu sein. Daran sollte ich schleunigst etwas ändern.
Mit unserer letzten Kraft stellen wir im Flur die Kisten auf den Boden und klatschen lächelnd ab. Wir haben es tatsächlich an einem Tag geschafft, den ganzen Kram in unsere neue Wohnung zu bringen. Ich bin so unfassbar stolz, diesen Schritt gewagt zu haben, dass ich die Welt umarmen könnte. Als Ella um die Ecke kommt und den Korken der Sektflasche knallen lässt, kann ich nicht anders und umarme sie. Genug gekuschelt. Lass uns anstoßen. Darauf, dass wir ab jetzt eine WG haben. Darauf, dass wir hoffentlich bald unser Café eröffnen werden und auf all das, was die Zukunft noch für uns bereithält. Wir sind zwar völlig kaputt, aber darauf trinken wir. Lächelnd halten wir die Pappbecher in die Höhe und stoßen an. Viel zu schnell bricht der Morgen an und ich muss feststellen, dass sich der Sekt bemerkbar macht. Mit Kopfschmerzen schäle ich mich aus meinem kuscheligen Bett und wünsche mir, ich müsste heute nicht so früh aufstehen. Mit zusammengekniffenen Augen betrachte ich das Chaos, doch das muss heute warten. Auspacken können wir auch morgen noch. Ich brauche jetzt erstmal einen starken Kaffee, um klar denken zu können. Guten Morgen! Ellas Gesang lässt mich zusammenschrecken. Verdammt! Ich muss mich jetzt wohl daran gewöhnen, nicht mehr allein zu wohnen. Strahlend hält sie mir eine Tasse Kaffee unter die Nase und beginnt auch schon, wild drauf loszuquatschen. Ich habe fast schon vergessen, welch ein Morgenmensch sie ist. Während sie schon die ersten Sachen fleißig einräumt, schnappe ich immer wieder Wortfetzen auf. Doch ich bin einfach noch zu müde, um daraus irgendwelche Zusammenhänge zu erschließen. Amy, hörst du mir überhaupt zu? Ihre Augen durchbohren mich förmlich und ich habe fast, aber wirklich nur fast, ein schlechtes Gewissen. Sorry, aber ich bin noch nicht ganz bei der Sache. Gib mir noch 5 Minuten und dann bin ich voll und ganz anwesend. Ich schenke Ella ein entschuldigendes Lächeln und verschwinde unter die Dusche. Als der erste warme Wasserstrahl meinen Körper trifft, verabschieden sich zum Glück langsam meine Kopfschmerzen und machen Platz für meine Gedanken. Habe ich wirklich eine gute Entscheidung damit getroffen, alles hinter mir zu lassen? Ich fange hier ein neues Leben an. Ich kenne niemanden hier, außer Ella. Zu Hause hatte ich wenigstens meine Eltern und meinen Bruder. Die werde ich jetzt wohl nur noch selten sehen. Schließlich trennen uns 5 Stunden Autofahrt. Wirkliche Freunde hatte ich zu Hause nicht. Vielleicht liegt es auch an mir. Ich war schon immer eher eine Einzelgängerin. Ab und an war ich mit ein paar Leuten feiern. Aber auch nur deswegen, weil ich sonst in meiner Wohnung vereinsamt wäre. Die Einzige, die mich schon seit meiner Kindheit begleitet, ist Ella. Wir waren schon immer beste Freundinnen. Es hat mich auch wirklich gewundert, dass ich es fast 2 Jahre ohne sie ausgehalten habe. In der Zeit, während der sie weg war, versuchte ich, sie, so oft es ging, in Kiel zu besuchen. Doch es war nicht mehr dasselbe, wie es mal war. Immer wenn ich nach Hause kam, fehlte mir irgendwas. Als Ella mir den Vorschlag machte, meinen Bürojob an den Nagel zu hängen und zu ihr zu ziehen, war ich erst ein bisschen skeptisch. Doch als sie dann die Idee hatte, dass wir unser eigenes Café eröffnen, war ich begeistert. Das war schon immer mein Traum gewesen. Und Ella wusste genau, dass sie mich so überreden konnte. Doch so schnell, wie die Zweifel da waren, sind sie auch schon wieder weg. Ich habe nichts zu verlieren und meine Eltern sind nicht aus der Welt. Eigentlich sollte ich froh sein, aus unserem kleinen Kuhdorf rauszukommen. Wahrscheinlich wäre ich dort jungfräulich gestorben. Nachdem ich den 4. Anlauf gestartet habe, meine Locken unter Kontrolle zu bringen, gebe ich es auf und stecke meine Haare mit einer Spange fest. Das muss ausreichen für heute. Auf Make-up verzichte ich ebenfalls. Nur wenig Wimperntusche trage ich auf, damit meine Augen nicht ganz so müde erscheinen. Sollen wir frühstücken gehen? Frage ich Ella, während ich schon meinen Mantel anziehe. Denn bei Essen kann sie nicht widerstehen. Danach können wir noch ein wenig durchplanen, was wir zuerst erledigen. Bis zur Eröffnung ist es nicht mehr lange hin. Hast du heute schon mal die Nachrichten auf deinem Handy gecheckt? Fragt Ella mich, als ich gerade dabei bin, mich anzuschnallen. Nein, ich hatte mein Handy noch gar nicht in der Hand. Warum? Na, wegen dem Coronavirus, der sich so schnell ausbreitet. Mittlerweile hat er auch Deutschland erreicht. Ich mache mir so langsam wirklich Sorgen, auch wenn die Ärzte im Fernsehen meinen, dass wir keine Angst haben sollen. Ich kann nicht anders als zu seufzen. Dieser Virus ist überall präsent. Ella, wenn du mich fragst, ist das nichts anderes als die Grippe auch. Vielleicht ist sie dieses Jahr nur ein wenig schlimmer als sonst. Das glaube ich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass auf uns noch Schlimmes zukommen wird.
Vieles wird einfach verharmlost, damit wir keine Panik schieben. Zum Glück erreichen wir auch schon das kleine Café und führen unser Gespräch nicht weiter fort. Denn wenn Ella sich in etwas hineinsteigert, entwickelt sie regelrechte Verschwörungstheorien. Ich hingegen bin die einen kühlen Kopf bewahrt. Wenn es so sein sollte und dieser Virus hier bei uns ist, dann können wir ihn nicht aufhalten. Wie zum Teufel soll man gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen? Ich halte mich an die vorgegebenen Hygienevorschriften, wie es empfohlen wird, und ansonsten kann man wirklich nur hoffen. Nachdem wir mit dem Frühstück fertig sind, nehme ich meinen Notizplan heraus und sehe mir die Punkte an, die wir noch abarbeiten müssen. Zum Glück ist es wirklich nur noch der Feinschliff. Den Rest haben wir in den letzten Monaten schon auf die Beine gestellt. Wir müssen uns noch um Deko, Tischdecken, Blumen und Sonnenschirme kümmern. Der Piepston meines Handys unterbricht unser Gespräch. Ich greife in meine Jackentasche, um einmal kurz draufzuschauen. Es ist bestimmt mein Bruder, der mir schreibt, dass meine Mutter sauer ist, weil ich mich noch nicht gemeldet habe, seit ich gestern hier angekommen bin. Als ich die Nachricht öffne, traue ich meinen Augen kaum. Was zum Teufel ist denn das für eine Nachricht, bitte? Ja, was für eine Nachricht war das? Wahrscheinlich, dass die in der Stadt gesperrt sind, wahrscheinlich. Okay, jetzt kommt Manuel. Bitte, Manuel. Mikrofon, bitte klicken. Mikrofon. Noch einmal. Mikrofon, ja. Gut. Jetzt kommt also die Nachricht. Oliver, 34. Hallo, liebe Amy. Dein Profil finde ich sehr erfrischend und sympathisch. Vielleicht können wir uns ja ein wenig unterhalten, wenn du Lust hast. Und während ich das hier schreibe, erpresst mich mein bester Freund. Denn sollte ich diese Nachricht nicht abschicken, wird er unseren Freunden erzählen, ich sei schwul. Nicht falsch verstehen. Ich habe absolut nichts gegen Schwule, doch ich bin es definitiv nicht. Also, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich hoffe, du meldest dich bei mir. Liebe Grüße, Oliver. Als ich mir die Nachricht zum dritten Mal durchlese, fällt bei mir endlich der Groschen. Dahinter kann nur Ella stecken. Sag mal, kann es sein, dass du mich bei dieser armseligen Single-Börse Heartbeat 2.0 angemeldet hast? Am liebsten würde ich über den Tisch klettern und sie an den Haaren packen. Dieses Mal zieht die Nummer mit den Hundeblicken nicht bei mir. Ich dachte mir, da wir gerade dabei sind, einen großen Schritt zu wagen und du hier quasi einen Neuanfang machst, würdest dich vielleicht freuen, neue Leute kennenzulernen. Ach so, und dann meldest du mich einfach bei Heartbeat 2.0 an? Na, vielen Dank auch. Meinst du denn nicht, mit 27 bin ich nicht in der Lage, auch so Männer kennenzulernen? Deine Frage ist jetzt wohl nicht ernst gemeint, oder? Du bist seit 3 Jahren Single und hattest bisher nur einen Partner. Na, das heißt doch lange nichts. Ich warte eben auf den richtigen. Und der kommt bestimmt bald und klingelt an deiner Haustür. Wütend funkel ich sie an und gebe ihr darauf keine Antwort mehr. Denn mir gehen die Argumente gerade aus. Viel für mein Lebensleben tue ich in der Tat nicht. Aber meine letzte Beziehung hat mich den Glauben an die Männerwelt verlieren lassen. Und nochmal so eine miese Geschichte will ich so schnell nicht wiederholen. Vorsichtig schaue ich mir nochmal Olivers Profil an und stelle fest, dass er gar nicht so übel ausschaut. Er scheint sportlich zu sein, denn unter seinem Shirt kann ich die Ansätze seiner Muskeln erkennen. Unter anderen Umständen fände ich ihn gar nicht mal übel. Aber ich kann diesen Dating-Apps einfach nichts abgewinnen. Wer weiß, wer sich in Wirklichkeit hinter dem Profil verbirgt. Ich drücke mit dem Daumen auf den Papierkorb, um die Nachricht zu löschen. Und stecke mein Handy wieder in die Tasche. Zeig mal her, wer dir geschrieben hat, sagt Ella ganz beiläufig, als sie ihren letzten Schluck Kakao austrinkt. Dabei weiß sie ganz genau, dass ich es ihr schon von Anfang an und dabei weiß ich ganz genau, dass es ihr schon von Anfang an unter den Nägeln brennt. Zu spät, hab schon gelöscht. Gleich darauf ziehe ich meine Jacke an und lehne mich mit einem zuckersüßen Lächeln zu ihr herüber. Dank deiner brillanten Idee geht die Rechnung auf dich. Ich warte mal draußen. Sag mal, hat Tom sich überhaupt von dir verabschiedet? Als wir gerade dabei sind, uns auf den Heimweg zu machen, ergreift Ella wieder die Initiative. Sie weiß, dass ich auf Tom nicht gut zu sprechen bin. Und trotzdem kann sie es nicht lassen. Ja, das hat er in der Tat, vorgestern Abend, um genau zu sein, als ich bei meinen Eltern war, zum Abendessen. Mit großen Augen blickt Ella mich an. Tja, genauso habe ich auch geschaut, als ich ihm die Tür geöffnet habe. Und dann? Es gibt kein Und dann. Er hatte seine neue Schnalle im Auto sitzen, zische ich lauter, als mir lieb ist.
Das war wahrscheinlich kein schöner Moment. Ella sieht mich ein wenig mitleidig an. Ich hasse es. Die Beziehung liegt jetzt schon so lange hinter mir, doch scheinen alle davon überzeugt zu sein, ich habe sie noch nicht ganz verarbeitet. Dabei ist das völliger Blödsinn. Ich wünsche ihm alles Gute, Ella. Er spielt für mich keine Rolle mehr, auch wenn er denkt, dass wir noch Freunde sind. Und dabei belasse ich das Gespräch. Nachdem wir den kompletten Tag auf den Beinen waren und fast alles von unserer Liste erledigt haben, konnten, falle ich wie ein Stein ins Bett. Ich bin wirklich erledigt und will nur noch schlafen. Aber irgendwie schleicht sich immer wieder das Bild von diesem Oliver in meine Gedanken. Ich könnte Ella den Hals umdrehen für ihre dämliche Aktion. Ich bin nicht ohne Grund seit 3 Jahren Single. Die Beziehung mit Tom hat mich viel zu sehr mitgenommen. Irgendwann wird schon der Richtige kommen, wenn es sein soll. Aber von diesen Dating-Apps, da halte ich echt nicht viel. Jetzt mal im Ernst, da kann man doch niemals einen Mann fürs Leben kennenlernen. Oder vielleicht doch? Ella hat da weniger Probleme als ich. Sie war schon immer sehr offen Männern gegenüber. Hat auch keinen Skrupel, nur mal ihren Spaß zu haben. Doch so bin ich leider nicht. Manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte einen kleinen Hauch von ihr. Anscheinend ist mein Gehirn noch lange nicht so müde wie ich, denn meine Gedanken kreisen ständig um unser Café. Unsere ganze Existenz hängt davon ab. Wenn es schief läuft, was ich wirklich nicht hoffe, habe ich keinen Plan B. Aber diesen Gedanken schiebe ich ganz schnell beiseite. Es muss einfach alles gut laufen. Ellas Worte von heute Morgen kommen mir auch wieder in den Sinn. Der Virus macht mir noch viel größere Sorgen, als ich zugegeben habe. Egal, wohin man hört, keiner redet mehr von was anderem. Alle haben diese Angst in den Augen. Aber trotzdem will ich mich davon nicht fertig machen lassen. Ich hoffe sehr, dass wir kein so großes Ausmaß hier haben werden wie in China oder Italien. Die Medien berichten über Hamstereinkäufe, weil die Leute befürchten, dass es uns genauso ergehen wird. Doch ich hoffe wirklich, dass wir davon verschont bleiben. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das enden soll, wenn wir den Virus nicht unter Kontrolle bekommen. Mir wird mulmig bei den Gedanken, dass wir schon so viel Tod in anderen Ländern haben. Dennoch ist lange kein Ende in Sicht. Als ich merke, wie meine Gedanken ein wenig leise werden und mich der Schlaf langsam einholt, piepst mein verdammtes Handy. Genervt schlage ich die Decke zurück und stehe auf, um es von meinem Schreibtisch zu nehmen. Leider habe ich diese dumme Angewohnheit, immer direkt aufs Handy zu schauen, wenn es einen Ton von sich gibt. Vielleicht sollte ich mir überlegen, nachts den Flugmodus einzuschalten, denn meistens sind es nur blöde Spam-E-Mails. Verschlafen entsperre ich meinen Handybildschirm, um gleich festzustellen, dass ich schon wieder eine Nachricht auf Heartbeat 2.0 habe. Oliver 34. Mein Kumpel hat die Regel ziemlich verschärft. Solltest du mir bis morgen nicht antworten, erzählt er unseren Freunden, ich hätte ihm meine Liebe gestanden. Und ich kann dir wirklich sagen, ich sitze in der Klemme. Denn wenn sich Alex etwas in den Kopf gesetzt hat, wird er alles daran setzen, es so glaubwürdig wie möglich zu verkaufen. Liebe Grüße, Oliver. Das ist echt die dümmste Anmache, die ich jemals erlebt habe. Wenn das seine Standardmasche ist, dann weiß ich, warum er Single ist. Man muss schon viel Fantasie besitzen, um überhaupt auf solch eine Idee zu kommen. Es sei denn, sein Kumpel ist genauso ideenreich wie Ella. Ich würde ihr sowas auch zutrauen. Eigentlich könnte diese Idee auch von ihr stammen. Wenn ich es aus der Perspektive betrachte, finde ich es eigentlich ganz witzig. Lockt mir ein kleines Kichern. Zusammen mit meinem Handy lasse ich mich zurück ins Bett fallen. Keine Ahnung, wie lange ich mich herumwälze und nicht wieder in den Schlaf finde. Am liebsten würde ich diesen Oliver auf den Mond schießen. Jetzt bringt er mich sogar um meinen heißgeliebten Schlaf. Kurz kommt mir sogar der Gedanke, in dem Sinn ein paar Umzugskisten auszuräumen. Doch das kann ich um 23 Uhr nicht bringen. Ella wird mich zum Teufel jagen, wenn ich um diese Zeit Krach veranstalte. Da ich jetzt sowieso nicht mehr schlafen kann, tippe ich einfach eine Antwort, ohne großartig darüber nachzudenken. Auch wenn das eigentlich nicht mein Ding ist, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesem Oliver jemals begegnen werde? Sehr gering. Also, was soll's? Amy 27. Du solltest ernsthaft an deiner Masche arbeiten. Ich hoffe, da draußen gibt es nicht viele Frauen, die darauf reinfallen. Kurz nach dem Absenden sehe ich, dass er die Nachricht gelesen hat. Plötzlich wird mir doch ein wenig flau im Magen. Erst recht, als ich sehe, dass er dabei ist zu schreiben. Schnell verlasse ich die Seite. Schließlich soll er nicht denken, ich warte auf eine Antwort. Als mein Handy kurz vibriert, traue ich mich gar nicht drauf zu sehen. Ich komme mir vor wie ein Teenie. Oder vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich schon seit Ewigkeiten keine Männerbekanntschaften mehr hatte. Ein wenig aufgeregt öffne ich die Nachricht. Oliver 34. So eine Antwort dachte ich mir schon. Als Frau hätte ich nichts anderes geschrieben als du. Leider muss ich dich aber enttäuschen, denn in meinem Fall bin ich wirklich in die Schlinge meines Freundes geraten.
Er findet sich sehr, sehr ideenreich, wie er von sich selbst behauptet. Warum um Himmels Willen gefällt mir seine Art, wie er schreibt, so verdammt gut, dass ich sogar vor mich hin lächele? Kann sein, dass mein Verstand vor Müdigkeit beeinträchtigt ist, aber ich schreibe einfach weiter drauf los. Amy 27. Wenn ich dem Glauben schenken soll, scheint ja dein Freund ein ganz witziger zu sein. Aber wer sagt mir denn, dass sich hinter deinem Profil kein Perversling verbirgt oder vielleicht ein Stalker? Wer weiß, vielleicht sogar ein Mörder? Oliver 34. Gute Argumente, aber das Gleiche könnte ich von dir auch behaupten. Amy 27. Im Ernst? Dieses Profil habe noch nicht einmal ich selbst erstellt. Ich hätte nicht einen Gedanken daran verschwendet, auf diese Art und Weise jemanden kennenzulernen. Oliver 34. Siehst du, genauso geht es mir auch. Wer hatte denn bei dir die glorreiche Idee mit Heartbeat 2.0? Amy 27. Meine beste Freundin, wir sollten die beiden einander vorstellen. Scheint, als hätten sie einiges gemeinsam. Für diese Aktion müssten wir uns eigentlich was einfallen lassen. Oliver 34. Du hast auf jeden Fall einen Komplizen. Aus welchem Grund hat deine Freundin dich hier angemeldet? Wenn ich nach deinem Foto gehe, scheinst du eher weniger Probleme zu haben, Männer kennenzulernen. Amy 27. Dann müssen wir uns noch einen guten Plan ausdenken, denn Ella führt man leider nicht so schnell in die Falle. Ich schätze mal, sie hat mich hier angemeldet aus demselben Grund, wie dein Kumpel es getan hat. Ich bin seit längerem freiwilliger Single und hatte auch nicht vor, so schnell was daran zu ändern. Vielleicht macht sie sich einfach Sorgen um mich. Oliver 34. Dann auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, scheint wohl auf der Hand zu liegen, warum wir hier gelandet sind. Meine letzte Beziehung liegt auch schon eine Weile zurück. Anscheinend bin ich eingeschlafen, denn die Nachricht von Oliver lese ich erst am nächsten Morgen, als ich mit meinem Handy unter dem Kopf wach werde. Völlig verschlafen scrolle ich mich noch einmal durch euren Chatverlauf durch. Komischerweise überkommt mich gar kein Schamgefühl, sondern ich überlege direkt, was ich ihm antworten soll. Doch zum Schreiben komme ich nicht, denn Ella steht grinsend vor meiner Tür. Was gibt es denn zu grinsen, frage ich sie. Dasselbe könnte man dich fragen. Schon mal was von Anklopfen gehört? Komm, tu doch nicht so. Ich sehe doch, dass da irgendwas im Busch ist. Denk nicht vom Thema ab. Meine Güte, bin ich denn echt so leicht zu durchschauen? Doch die Genugtuung schenke ich ihr nicht. Wenn ich ihr jetzt erzähle, dass ich wirklich mit jemandem schreibe, wird sie mir den ganzen Tag unter die Nase reiben, dass ihre Idee fantastisch war. Und das war das erste Kapitel. Das wurde von Angelina geschrieben. Ich lese jetzt aber noch ein Stück weiter mit Kapitel 2. Und das wurde von Manuel Strack geschrieben. Der bin ich selber. Jetzt habe ich noch ein paar Seiten meiner eigenen Worte zum Lesen. Also, zweites Kapitel. Hier ist gar nichts im Busch. Ich habe bloß einen recht amüsanten Text von meinem Bruder bekommen. Komm, lass uns frühstücken. Ich lege mein Handy beiseite, erhebe mich vom Bett und dränge Ella aus dem Türrahmen Richtung Küche. Müsli oder Cornflakes? Cornflakes, sagt Ella und scheint das Thema vergessen zu haben. Das Frühstück verläuft schweigsam, denn nun klebt Ella an ihrem Handy. Mir brennt es auf den Lippen, sie zu fragen, womit sie sich beschäftigt, unterlasse es aber, um zu verhindern, dass Oliver erneut zum Thema wird. Ich springe noch mal ganz schnell ins Bad, dann können wir los, zwitschert sie mir zu und verschwindet aus der Küche. Ihr Schälchen, in dem ein paar aufgequollene Cornflakes in einer Milchpfütze schwimmen, sowie ihre rote Tasse, innen und außen verklebt mit heißer Schokolade, hat sie natürlich stehen lassen. Ella ist der Typ, der meint, Abwasch sollte erst erledigt werden, wenn kein sauberes Geschirr oder Besteck mehr zur Verfügung steht. Ich kippe den letzten Schluck Kaffee herunter, schnappe mir mein Müsli-Schälchen sowie die Tasse und stelle sie ins Spülbecken. Kurz zögere ich, ob ich tatsächlich den Aufwand betreiben will, unsere Spüle mit einer einzelnen Tasse und einem Schälchen einzuweihen. Der Blick auf Ellas schokoladenverschmierten Becher und ihre Cornflakes-Überreste gibt meinem Hirn das Signal, das Spülbecken mit warmem Wasser zu füllen. Gut, dass wir für unser Café eine Arbeitseinteilung vereinbart haben. Ella wird zwischen den Tischen hin und her schwirren und die Gäste bezirzen, während der Bereich hinter der Theke mit unserer teuersten Anschaffung, einer Espressomaschine mit den Ausmaßen eines Zuchtebers sowie die kleine Küche mein Reich sein werden. Neben dem Backen von Kuchen und Torten, mein Hobby, nun in einen Beruf verwandelt, wird das Zubereiten von diversen Variationen an Kaffeespezialitäten und natürlich auch heißer Schokolade meine Aufgabe sein. Darüber hinaus soll ich mich um das Küchenpersonal kümmern. Personal ist hier übrigens im Singular zu verstehen. Mehr ist in unserem mickrigen Kredit nicht drin, beziehungsweise lässt unsere Risikobereitschaft nicht zu. Komm schon, lass doch den Abwasch, wir müssen los, tönt es von der Küchentür.
Ich stelle das Geschirr in das Abtropfgestell, trockne mir die Hände ab und folge Ella die 5 Stockwerke hinunter. Gestern haben wir Glück gehabt und einen Parkplatz direkt vor der Haustür ergattert. Auch wenn mir Ellas Fahrkünste manchmal Angst einjagen, bin ich froh, dass sie einen fahrbaren Untersatz hat und ich mich nicht in den überfüllten Bus quetschen muss. Ich denke schon wieder an den Virus. 3 Bewerber stellen sich heute für die Position als Chefkoch vor, frage ich Ella, als sie aus der Parklücke schießt. Chefküche, du bist gut, Amy. Hilfsköche wohl eher, grinst sie mich an und hält ihren Blick für meinen Geschmack etwas zu lange auf mich gerichtet. Nun gab es noch weitere Anfragen an Amy27 auf Heartbeat 2.0, fährt meine beste Freundin fort und rast bei Orange über die Kreuzung. Nein, bis jetzt nur die von Oliver. Oliver, aha, also der, den du gestern sofort gelöscht hast? Ja, klar, der, ja, genau der, stotter ich und fange an, die Lautstärke am Autoradio hochzudrehen. Und den Namen hast du dir gemerkt, obwohl du den armen Oliver sofort in den digitalen Papierkorb befördert hast? Sei mal still, zische ich Ella an. Da kommt gerade wieder was von diesem Coronavirus. Ich drehe das Autoradio noch einen Tick lauter und tatsächlich gibt Ella endlich Ruhe. Rasanter Anstieg der Infektionen. Eine Eindämmung des Anstiegs ist jetzt kaum mehr möglich. Scheiße, höre ich Ellas Stimme und drehe die Lautstärke wieder runter. Das Thema ist erfolgreich gewechselt. Ach, so schlimm wie in Italien oder China wird das nicht, sage ich, obwohl sich in meinem Hirn längst Zweifel breit gemacht haben. Das könnte unser Café schwer treffen. Wenn alle krank sind, werden uns die Gäste ausbleiben. Die Kirchturmuhr schlägt 12-mal, als sich der letzte Bewerber auf unsere Küchenstelle verabschiedet. Und wen nehmen wir von den 3, fragt mich Ella. Ich will jetzt erstmal was essen. Können wir das danach besprechen? Ohne eine Antwort abzuwarten, betrete ich die Küche hinter dem Tresen und schaue in den Kühlschrank. Ein paar Zutaten haben wir bereits auf Lager für meine kulinarischen Experimente. Ich bereite mir und Ella jeweils einen Wrap zu, gefüllt mit gegrilltem Halloumi-Käse und geröstetem Gemüse. Also, wenn du mich fragst, dann wäre ich dafür, Selim einzustellen, beantworte ich endlich Ellas Frage. Der hat einen süßen Knackarsch, grinst Ella. Sie wischt sich mit einer Papierserviette über den Mund und schiebt ihren Teller zur Seite. Dein Wrap war klasse, Amy. Eigentlich brauchen wir gar keinen Koch. Ja, danke fürs Kompliment, aber 20 Cappuccino-Bestellungen zubereiten, dazwischen Kuchen backen und noch AIDS. Benedikt, Wraps und Salate machen, das könnte mich eventuell überfordern. Und nein, Ella, der Arsch von Selim sollte nicht der Einstellungsgrund sein. Wie, du magst seinen Hintern nicht? Ja, also einstellen würde ich ihn auch, aber jetzt nicht aus demselben Grund wie du. Jetzt bin ich neugierig. In Ellas Augen blitzt es. Naja, er war super nett, aber vor allem fand ich seine Vorschläge für unsere Speisekarte wirklich gut. Wir beide haben gar nicht so richtig an die Veganer gedacht. Und wie fandest du die beiden anderen? Naja, also dieser Tim, der unterscheidet sich nur um einen Buchstaben von Tom. Also Amy, echt, das ist jetzt aber kein Nicht-Einstellungsgrund. Du weißt schon, wieso nicht, sage ich. Und Ella nickt. Die Fahne, klar, er ist disqualifiziert. Schon als Tim unser Café betreten hat, ist uns aufgefallen, dass er ziemlich sicher ein Alkoholproblem hat. Und hiermit ist mein Part jetzt beendet. Dann geht Mikrofon an Iris und wir hören Iris. Danke. Und Lena? Fragt Ella, streut etwas Salz auf den Tisch und beginnt darin, mit ihrem Zeigefinger Muster zu malen. Naja, ist eine Süße, aber ich weiß nicht, zu unerfahren und außerdem quasselt sie zu viel. Lena hat tatsächlich mehr Zeit damit verbracht, über ihren Verlobungsring, den Verlobten und ihre geplante Traumhochzeit zu reden, als ihre Ideen und Visionen für die Küche mit uns zu teilen. Und außerdem, fahre ich fort, die heiratet in 3 Monaten und wie ich sie einschätze, lässt das erste Kind da nicht lange auf sich warten. Amy, das ist echt nicht okay, deshalb jemanden abzulehnen. Nein, also das meinte ich natürlich nicht so. Das mit ihrer recht spärlichen Erfahrung ist der ausschlaggebende Grund, sie nicht zu nehmen. Was mache ich denn mit dir, solltest du plötzlich schwanger werden? Ella schaut mich durchdringend an. Schon als ich das mit dem möglichen Nachwuchs unserer Bewerberin ausgesprochen habe, hätte ich mir am liebsten auf die Zunge gebissen. Ich bin zwar auch jemand, der für Gleichberechtigung der Geschlechter ist und Diskriminierung verabscheue, aber das Thema beschäftigt und bewegt mich nicht so wie Ella. Sie kann da, wenn man das Falsche sagt, von einer Sekunde zur anderen aufbrausend und manchmal schon fast aggressiv werden.
Also nur wenn du an das Wunder der unbefleckten Empfängnis glaubst, solltest du dir bei mir Sorgen machen, versuche ich die Situation zu entschärfen. Oder an Oliver, grinst Ella, und jetzt bin ich froh, dass mein Heartbeat 2.0-Verehrer Thema ist. Bis es soweit ist, dauert es noch ewig, wenn überhaupt, antworte ich erleichtert. Ach nee, dann hast du ihn doch nicht gelöscht? In Ellas Augen blitzt es triumphierend. Nein, und wir haben ein paar flache, belanglose Zeilen gewechselt, gestehe ich, und fühle fast eine Last von mir abfallen. Es tut gut, mit meiner besten Freundin offen zu sprechen. Und werdet ihr noch mehr belanglose Unterhaltungen führen? Vielleicht. Eigentlich ist er ja ganz witzig. Halt mich auf dem Laufenden, grinst Ella und erhebt sich. Das verstreute Salz lässt sie mir zum Aufwischen zurück. Als Ella 2 Stunden später wieder unser Café betritt, fühle ich mich wie ein gedopter Radprofi. Meine Hände zittern und ich höre meinen Puls in den Schläfen Techno tanzen. Ella hat sich, nachdem wir uns auf Selim geeinigt hatten, zu unserem Steuerberater aufgemacht und dort mit seiner Hilfe die Arbeitsvertragsdokumente fertig zu machen. Ich habe die Zeit genutzt, meine Fähigkeiten im Zubereiten von Cappuccino, Latte Macchiato, Cordado und Co. zu trainieren. Dummerweise habe ich einen großen Teil meiner Kreationen nicht nur optisch bewundert, da die Muster mit dem Milchschaum mir ganz locker von der Hand gingen. Nein, ich habe sie auch fast alle getrunken. Boah, ich glaube, ich werde heute Nacht kein Auge zubekommen, grüße ich Ella. Wie? Was? Erzähl! Was hat Oliver geschrieben? Nix, Oliver. Koffeinüberdosis, lache ich und strecke Ella ein Glas Latte Macchiato entgegen. Ella trinkt nur Saft, Sekt und Schokolade, erinnert mich meine Freundin. Für Sekt ist es noch ein bisschen früh. Saft oder Schokolade? Schokolade bitte, sagt Ella und lässt sich an einem der Tische nieder. Und Oliver, der hat sich nicht wieder gemeldet? Moment, sage ich und greife nach meinem Telefon. Tatsächlich habe ich während meiner Kaffeeorgie das Handy nicht weiter beachtet und selbst Oliver verdrängt. Mein bereits strapazierter Puls schnellt um weitere 20 Beats pro Minute in die Höhe, als das Display erwacht und Heartbeat 2.0 mir mitteilt, dass eine neue Nachricht auf mich wartet. Mit zittrigen Fingern öffne ich die App. Lenny Loverboy 69. Amy, Baby, nice to see you. Hoffe, du hast eine gute Haftpflichtversicherung, denn du hast mir gerade eine Beule in die Hose gemacht. Good news, wir können uns heute Abend treffen und den Schaden gemeinsam begutachten. Das Profilbild zeigt einen muskelbepackten Kerl, fette Goldkette auf dem nackten Oberkörper mit kahl geschorenem Schädel, der sehr selbstgefällig in die Kamera blickt. Enttäuscht lasse ich das Gerät sinken. Unsicher, ob ich den Anmachspruch oder das Foto scheußlicher finde. Oder ist es meine Enttäuschung, dass die Nachricht nicht von Oliver ist? Sein Spruch war ja auch leicht creepy, aber gegen das da war er Gold. Amy, was ist? Er hat doch nicht schon wieder Schluss gemacht? Ich schiebe Ella das Handy rüber. Vielleicht was für dich. Meine Freundin bricht den Lachen aus. Eine Frau, die auf sowas eingeht, muss erst noch geboren werden. Jetzt hast du endlich einen zum Löschen. Meine Uhr zeigt 23.15 Uhr an und immer noch spüre ich keine Müdigkeit. Alle meine Kisten sind ausgepackt und dank der Kräfte, die mir meine Zaubertränke von heute Nachmittag verliehen haben, packe ich nun auch noch für Ella die Kartons aus. Meine Freundin liegt derweil auf dem Sofa, liest in ihrem Kindle und gibt nur ab und an ein "Wie süß!" oder "Oh!" von sich. Was liest du da eigentlich, frage ich sie, während ich ihre Sektgläsersammlung auswickle und im Regal verstaue. Lebkuchen und Treuepunkte von Mats Noreen. Das Buch ist so toll. Weihnachten ist doch längst vorbei. Macht nichts. Immerhin macht die Story mir im März Appetit auf Lebkuchen und mal wieder eine feste Beziehung. Manchmal überrascht Ella mich. Sie war in den letzten Jahren nicht wirklich an ernsthaften Beziehungen interessiert, nur an Spaß. Hinsichtlich fester Beziehungen habe auch ich keine Ambitionen verfolgt,
Spaß zu haben. Das war aber bei mir auch kein Thema. Tom hat mir doch noch zu sehr im Kopf herumgespukt. Müsste ich vielleicht auch mal lesen, meine ich, und verstaue das letzte Glas. Vielleicht kehrt dann mein Glauben an Männer zurück. Du glaubst doch schon an Oliver, grinst Ella und wendet sich erneut ihrem Buch zu. Ihr Kommentar veranlasst mich zum 20. Mal an diesem Abend auf mein Handy zu blicken. Heartbeat 2.0 schweigt immer noch. Ich lasse Ella auf dem Sofa zurück und schließe die Tür zu meinem Zimmer. Amy, 27. Hast du eigentlich mit deinem Kumpel eine neue Wette laufen, dass du dich jetzt für mindestens 3 Tage nicht bei mir melden darfst? Es dauert nicht mal eine Minute und Heartbeat 2.0 meldet eine Antwort. Oliver, 34. Du scheinst telepathische Fähigkeiten zu besitzen. Da läuft tatsächlich eine Wette. Zum Glück hast du dich zuerst gemeldet. Hätte ich geschrieben, müsste ich jetzt mein Bekenntnis zum Zölibat erklären und für 3 Jahre ins Kloster. Amy, 27. Die Geschwindigkeit deiner Antwort lässt vermuten, du hast die ganze Zeit auf dein Handy gestarrt. Oliver, 34. War am Googeln, welche Klöster das beste Essen haben. Mir war ziemlich klar, dass ich die 3 Tage nicht aushalten würde. Amy, 27. Kann man mit dir auch seriöse Gespräche führen? Oliver, 34. Möchtest du den kategorischen Imperativ diskutieren oder Covid-19? Amy, 27. Vielleicht lieber da weitermachen, wo wir letzte Nacht stehen geblieben sind. Wir haben über unsere Single-Zeiten gesprochen. Du schriebst, dass deine letzte Beziehung schon eine Weile zurückliegt. Oliver, 34. Ja, das stimmt. Ist schon ein bisschen her. Deine ja auch. Und wir waren uns einig, dass wir uns beide dem Single-Leben mit Haut und Haaren verschrieben haben. Ich überlege kurz, ob ich auf sein Spiel eingehen möchte oder ob ich ihm eine Antwort abfordern soll. Irgendwie interessiert es mich. Wieso, weiß ich nicht. Viel mehr als ein paar alberne Wortwechsel zwischen uns hat es noch nicht gegeben. Und ja, sein Foto gefällt mir, aber das sollte unter normalen Umständen nicht dazu führen, dass ich mich so aufgedreht und kribbelig fühle. Vielleicht liegt es doch nur an meinem heutigen Kaffeekonsum, denke ich, und greife erneut zum Handy. Oliver, 34. Amy, bist du noch da? Ich will gerade antworten, da geht meine Zimmertür einen Spalt auf und Ellas Gesicht erscheint im Türrahmen. Oh, störe ich? Chattest du mit Lenny Loverboy 69? Seine Beule in der Hose ist jetzt so gewachsen, dass die Nähte gleich platzen, grinse ich sie an, während ich ganz schnell tippe. Amy, 27. Noch da, nur kurze Unterbrechung, gib mir 3 Minuten. Dann störe ich nicht weiter, wollte dir nur eine gute Nacht wünschen. Und seid nicht so laut, wenn Loverboy gleich zum Ausbeulen vorbeikommt. Ich bin ganz schön platt. War ein langer Tag. Gute Nacht, flüstere ich in Richtung Ella. Wieso ich so leise spreche, ist mir nicht klar. Schnell werfe ich ihr noch eine Kusshand hinterher, bekomme eine zurück und dann schließe ich meine Tür. Amy, 27. Meine letzte Beziehung liegt 3 Jahre zurück. Die Trennung hat mich ziemlich mitgenommen. Aber inzwischen genieße ich das Single-Leben in vollen Zügen. Oliver, 34. 3 Jahre. Ist schon eine lange Zeit. Bei mir sind es fast auf den Tag genau 2. Ich fühle mich inzwischen ganz wohl als Junggeselle. Kann mir vorstellen, dass du das ungebundene Leben in vollen Zügen genießt. Bei deinem Aussehen laufen dir die Männer bestimmt scharenweise nach und du kannst dich austoben. Scharenweise laufen mir Männer zwar nicht nach, aber seit Tom mit mir Schluss gemacht hat, gab es doch schon öfter Situationen, in denen mir der eine oder andere ziemlich deutlich sein Interesse gezeigt hat. Und das sogar weniger gestört als Lenny Loverboy und wesentlich seriöser als Oliver. Es waren sogar ein paar dabei, die nicht ganz unsympathisch waren. Richtig nette Typen, aber sie haben mich kalt gelassen. Und wie Ella einfach Spaß haben, das ist nicht mein Ding. Ich kann in den 27 Jahren meines Lebens tatsächlich nur auf einen einzigen One-Night-Stand zurückblicken und der zählt nicht zu meinen besten Erinnerungen. Für mich muss da immer mehr sein als bloß ein heißer Körper oder ein charmantes Lächeln, bevor ich das Bedürfnis verspüre, mir jemanden in die Kiste zu steigen. Ohne eine tiefere emotionale Komponente bin ich einfach nicht interessiert. Wieso ich jetzt nun fast Mitternacht hier hocke und fieberhaft überlege, was ich Oliver antworten soll, verwundert mich selbst. Amy, 27.
Danke fürs Kompliment. Ich finde mich zwar nicht hässlich, aber so hübsch bin ich nun wieder auch nicht. Du bist jetzt aber auch nicht der Typ, der ohne triftigen Grund von der Bettkante zu stoßen wäre. Oliver 34. Jetzt bin ich tatsächlich etwas rot geworden. Thanks. Amy 27. Komm, du weißt doch, dass du nicht schlecht aussiehst. Ich wette, oh je, jetzt sind wir schon wieder bei diesen dummen Wetten. Du hast schon mehr Anfragen als ich hier auf Heartbeat bekommen. Oliver 34. Um was wetten wir? Amy 27. Wenn du mehr Anfragen hast als ich, dann gehst du noch heute vor die Tür und machst unter einer Straßenlaterne ein Selfie. Und zwar oben ohne. Oliver 34. Und wenn du mehr hast als ich, also Anfragen, nicht Oberweite, das ist ja klar, dann gilt dasselbe für dich. Mist, das habe ich nicht bedacht. No way, dass ich ihm ein oben ohne Foto schicken würde. Der Einzige, der je so ein Foto von mir bekommen hat, war Tom. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Amy 27. Du kriegst ein Foto von mir im Schlafanzug. Ungeschminkt, okay? Oliver 34. Top, die Wette gilt. Wenn die Uhr Punkt Mitternacht anzeigt, schicken wir uns gleichzeitig die Anzahl der Anfragen, uns ausgeschlossen, die wir hier bekommen haben. Hast du einen Funkwecker oder eine Funkuhr? Amy 27. Hab ich. Abgemacht. Nicht schummeln. Ich blicke auf meinen Wecker. Oliver mit nacktem Oberkörper im Straßenlampenlicht, das wäre nicht schlecht. 23:59:57. Amy 27. Eine. Oliver 34. 1. Amy 27. Unentschieden. Oliver 34. Schade. Amy 27. Schade was? Oliver 34. Dass du nicht mehr hast. Ich hätte dich gerne im Schlafanzug gesehen, mit zerzausten Locken. Amy 27. Du halbnackt unter einer Straßenlaterne wäre auch nicht schlecht. Oliver 34. Du, ich werde so langsam müde. Morgen fällt uns bestimmt noch eine lustige Wette ein. Vorausgesetzt, du meldest dich morgen. Amy 27. Ich bin noch total wach. Zu viel Kaffee getrunken heute. Ich wollte dich eigentlich die ganze Zeit ausfragen über deine letzte Beziehung. War es was sehr Ernstes? Oliver 34. Ja, das kann man wohl sagen. Amy 27. Komm, erzähl mehr. Oliver 34. Du nimmst garantiert Reis aus, wenn ich dir erzähle, wie ernst das war. Amy 27. Du, bei mir war das auch eine ziemlich ernsthafte Sache. Wir haben bereits übers Heiraten gesprochen. Mich kann nichts schockieren. Oliver 34. Du willst es wirklich wissen? Amy 27. Ja. Oliver 34. Geschieden. Ein Sohn. 3 Jahre alt. Hab das sorgerecht. Und das war's. Habe ich gedacht, dass am spannendsten Moment hat sie aufgehört und jetzt wissen wir gar nicht, was passiert weiter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, war das interessant? Ich habe schon gesehen, Applaus. Es gibt bei uns so ein geheim Winken, Applaus. Ja, seht ihr doch. Okay, wer möchte ganz kurz, wir haben noch 10 Minuten für Fragen und wir haben ausgemacht, dass ihr vielleicht auch was fragen könnt oder Meinungen sagt, weil ich möchte gerne jetzt wissen, was passiert weiter. Claudia aus Spanien, vielleicht möchtest du sagen, würde das so ein Roman für deinen Studenten passen oder lesen, Claudia? Ja, also gut, ich bin selber Autorin, ich schreibe selber Romane, also Deutsch als Fremdsprache Lektüren. Und was ich spannend finde, ich genieße ja den Schreibprozess. Und bei mir ist es so, dass ich eben meine Protagonisten, ich kann mir das nicht vorstellen, die aus der Hand zu geben. Und das finde ich klasse, also wie ihr da zusammenarbeitet, weil bei mir ist es dann schon so, dass ich manchmal das Ende weiß und dann schreibe ich auch das Ende hin. Also manchmal weiß ich auch nur den Anfang und es entwickelt sich was, dann geht es so. Also ich finde so das Spannende an eurem Projekt, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt ist. Richtig. Und dieses Buch wird es frei zur Verfügung gestellt. Manuel sagt uns dann, wo das wird. Und die Tanja hat uns den Link gegeben. Und das wird bei uns, das ist es oben vorne. Ich werde das jetzt noch einmal kopieren und für euch geben. Dankeschön, Claudia, für deine Meinung. Jetzt möchte ich Franziska aus Österreich fragen. Franziska, wie hast du das gefunden, das Buch? Es hat mir sehr gut gefallen, den Teil, den wir gehört haben.
ich würde mit Spannung das ganze Buch lesen. Ja, weil Franziska schreibt auch als Mitautorin mit der ukrainischen Schriftstellerin und Dichterin und die Gedichte zu schreiben, nicht zu sehen, die anderen Autoren wie bei euch, ist das spannend, ja, finde ich auch, ja, Franziska. Gut, liebe Kolleginnen, wir haben noch von euch die Fragen, vielleicht wollt ihr was fragen, weil für mich war das natürlich als Lehrerin für meine Schüler, also ich habe 15-Jährigen und 13-Jährigen und passt das nicht wahrscheinlich. Aber für Studenten, ja, wer unterrichtet für Studenten oder wer interessiert sich für Single-Leben und dann für Liebesromane? Ja, haben wir Fragen, oder? Ich schaue mal im Textchat. So, jetzt Alona hat etwas geschickt. Ah ja, schreibt Kollektiv. Gut, Manuel, sag mir bitte, wann wird offizielle Erscheinung des Buches? Manuel. Also das Buch ist erschienen und zwar am Montag war es, glaube ich. Ah, okay. Ist auf unserer Webseite, die, glaube ich, Tanja vorhin auch schon angezeigt hat, www.dasschreibkollektiv.de. Wenn man da auf Buch und Details klickt, kommt man irgendwo zu einem Download-Button. Ja. Dort kann man sich das Buch halt als elektronisches Buch, E-Book runterladen, entweder in EPUB, Mobi oder PDF-Format. Super. Und es, wie gesagt, es kostet nichts. Super. Das bedeutet, okay, für uns als Deutschlehrer könnten wir das Buch lesen, für Studenten könnte man auch zur Verfügung geben und man kann sowas organisieren, wie wir online vorlesen. Das haben wir schon einmal gemacht. Jetzt die Frage an Tanja. Tanja, was würdest du sagen, wenn zum Beispiel morgen ruft dich jemand an und sagt, wir wollen eure Geschichte verfilmen? Dann würde ich als erstes, glaube ich, erstmal gar nichts sagen. Und dann würde ich bei uns im Chat, weil wir sehen und haben uns ja alle auch noch nie gesehen persönlich, nur immer auf Instagram im Chat, würde ich erstmal die anderen, glaube ich, schockieren und sagen, man möchte unser Buch verfilmen. Und dann schaue ich mal, wie die alle reagieren. Ich glaube, es würde keiner Nein sagen. Super. Und dann werden wir auch in die Geschichte verwickelt und werden als erste Zuschauer von eurem Film. Super. Gibt es noch Fragen, liebe Kollegen? Bitte habt keine Angst. Ja, fragt etwas. Ich weiß, die Lehrerinnen sind sehr, sehr schüchtern und ich weiß, dass sie wollen sehr gerne, wisst ihr was, ihr macht dann auf eurer Seite so ein Formular, wo die Fragen kommen. Vielleicht bekommt ihr als Schreibkollektiv die Fragen schriftlich, ja? Ja? Und vielleicht auch so ein Regisseur schreibt für euch und sagt, ich will das, weil wie Aures vorgelesen hat, das ist das wie Story im Film, verstehst du? Ich habe mir gleich das visualisiert und vorgestellt. Ja, ich sitze vor dem Handy und in der Nacht und so, weißt du? Gut. Okay, gut, dann langsam schaue ich auf die Uhr. Vielen Dank für heutige Lesung. Das war toll, wirklich toll. Ich freue mich sehr und ich sage toi 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 für weitere Projekte und ja, schönen Tag, schönen Abend noch und vielen, vielen Dank für das Mitmachen. Dankeschön. Danke. Tschüss. Auch. Danke. Danke, mhm. Tanja, Iris, Manuel, Fritze. Danke. Tschüss. Tschüss, danke.